Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Stefan und ich, wir sind endlich wieder im Europapark. Und in diesem Video zeigen wir euch mal so einen etwas entspannteren Tag. Wir haben hier heute ein Hotel gebucht, und zwar im Castillo Alcazar. Und das befindet sich, also der Eingang ist hier vorne beim El Andalus, aber das Hotel befindet sich eigentlich da hinten. Die sind alle so miteinander verbunden. Und ja, wir zeigen euch heute mal so ein bisschen, was man machen kann, wenn der Park sehr voll ist, wenn man ein Hotelgast ist. Und ja, nehmen wir euch da einfach mal so ein bisschen mit. Deswegen mein etwas anderes Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Seid ihr auch gespannt? Jetzt kommt das Intro und dann geht's auf aufs Zimmer, denn wir checken jetzt ein und dann geht's hier los. Bis gleich. Willkommen zurück im Video. Wir haben jetzt unser Hotelzimmer hier im Castillo Alcazar schon betreten dürfen. Normalerweise ist er, glaube ich, so um 15 Uhr irgendwie. Erst die Zeit, wo wir hier oder wo man eigentlich die Zimmer belegen kann. Wir haben jetzt, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr, 13.34 Uhr, also ziemlich früh. Und ja, in diesem Video soll es halt eigentlich jetzt mal darum gehen, dass man halt noch mehr natürlich erleben kann im Europapark Resort als nur den Freizeitpark. Den kennt ihr jetzt natürlich schon von den anderen Videos. Hier gibt es ja genügend davon hier auf dem Kanal. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall hier mal rumgucken, falls euch noch mehr interessiert hier zum Thema Europapark und im Freizeitpark an sich. Guckt einfach, wie gesagt, hier auf dem Kanal rum und abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn es werden noch sehr viele weitere Videos hier aus dem Europapark in Kürze folgen. Aber in diesem Video soll es halt einfach mal darum gehen, dass wir heute angereist sind. Heute haben wir Samstag. Wir haben ja am Dienstag, den 31. Deswegen sind wir auch eigentlich hier, weil am Tag davor, nee, der 31. ist der Montag. Genau, an Halloween praktisch wir hier bei der Party sind. Ne? Und wir haben halt Jahreskarte und deswegen haben wir jetzt gedacht, nehmen wir uns jetzt hier auch nochmal eine kleine Auszeit und gönnen uns halt so ein bisschen Europapark-Feeling noch. Und deswegen nehmen wir euch halt jetzt hier auch mal mit, um euch halt praktisch auch zu präsentieren, was man hier sonst noch erleben kann, was man hier halt noch machen kann, wenn man halt mal einen Tag vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen lassen möchte und euch, ja, wenn ihr euch jetzt hier mal im Hotel ein bisschen aufhalten möchtet. Es gibt natürlich noch mehr Hotels hier im Europapark, davon gibt es halt auch schon hier und da ein paar Videos hier auf dem Kanal aus den letzten Jahren, aber heute sind wir hier im Castillo Alcazar. Vielleicht sagen wir noch mal kurz, wie viel hat das Hotelzimmer gekostet? Grundpreis, Normalpreis, boah, 225 Euro, Doppelzimmer. Genau, wir haben es ein bisschen vergünstigter, weil Stefan hier Hotelfriend ist. Das ist ein Bonusprogramm, wenn man halt öfter hier in den Hotels schläft, dann wird das halt dann günstiger. Und ja, wir haben jetzt praktisch gerade eingecheckt. Ich wollte euch jetzt hier noch mal ein bisschen so den Raum zeigen. Und dann würden wir auch sagen, gehen wir dann auch mal kurz in den Park. Ja. Davon gibt es dann hier im Video nicht so viele Impressionen, aber wir werden auch noch essen gehen heute Abend. Wir werden ja auch wahrscheinlich noch mal die eine oder andere Bar besuchen. Dann könnt ihr halt auch noch ein paar Impressionen davon sehen. Im Pool gehen wir auch noch. Im Pool gehen wir noch und dann, genau, heute Abend dann essen. All das halt, wie gesagt, dann halt hier im Video. So, gehen wir mal kurz rum. Also hier schon mal eine sehr schöne Aussicht. Du hast es doch eben aufgemacht. Aber man muss auch den Knopf drücken. Die Hotels sind hier so ein bisschen miteinander verbunden. Ihr seht hier unten sehr schön Wasser. Man kann halt auch, hallo, von da gegenüber in die Zimmer halt reingucken. Santa Isabel, Hotel Andalus und hier das Hotel sind ja so ein bisschen miteinander verbunden, sind auch mit die ältesten Hotels hier im Resort. Obwohl man muss sagen, Santa Isabel hat ja eine eigene Rezeption. Genau. Die zwei hier, wo wir jetzt sind, in El Andalus, haben eine Rezeption. Genau. Genau, Isabel kam ein bisschen später, glaube ich, dann auch hinzu. Genau, ne? Das sind auch die ersten beiden Hotels, die es generell hier gab. Genau, dann haben wir immer eigentlich in den Hotels immer Platz für vier Leute. Man hat halt ein großes Ehebett und dann zwei Etagenbetten oder ein Etagenbett mit zwei Betten für Kinder.
Und die kriegen halt immer Autogrammkarten. Hier einmal von Ella zum Beispiel drauf. Und einmal hier der Elefant aus dem Europapark. Übrigens, die Eltern kriegen Naschis. Die Eltern kriegen Gummibärchen. Auch sehr gut. Ja, und Flasche Wasser ist auch immer dabei. Glaube ich. Ja, für jeden, genau. Die kleine Flasche Wasser, wie ihr hier seht. Und ansonsten ist das jetzt das praktisch, was man halt noch dazu bekommt, wenn man halt Hotel-Friend halt ist. Ne? Da kriegt man halt immer noch ein bisschen Bonus. Ja. Du hast auch noch ein Lebkuchenherz bekommen. Ja. Auch, also man, da kriegt man halt immer so ein bisschen noch was dabei. Richtig cool. Ja, ansonsten natürlich ein Burghotel, wie sieht man wahrscheinlich auch, richtig schön aufgebaut. Wir haben natürlich auch einen Fernseher, den wir wahrscheinlich nicht benutzen werden, so wie immer. Ja. Kriegt ihr aber auch sehr viele Informationen, auch zum Europapark, auch Dokus und was laufen da. Ja. Auch auf jeden Fall sehr schön. Ja, und dann das Licht, ihr seht es halt schon, es ist halt sehr dunkel. Es ist, wir sind halt in einer Burg, in einem Burghotel und da ist halt nicht so viel mit Licht. Stört ab und an, wenn man Videos macht, ne? Aber ansonsten ist das auch schon sehr stimmungsvoll, besonders weil das auch so ein helles Licht ist. So, jetzt gehen wir hier nochmal kurz rein, denn hier haben wir dann nochmal die Nasszelle. Hier haben wir so eine in der Ecke einmal die Dusche, dann hier genügend Platz, um Zähne zu putzen und Hände zu waschen, sich zu schminken und weiß ich. Toilette muss natürlich auch sein. Und auch hier, wie ihr seht, auch hier mit der Tür, finde ich, richtig schön eingerichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier sind, aber ich wollte euch das jetzt hier auf jeden Fall nochmal so ein bisschen zeigen. Wie gesagt, was man hier sonst noch alles so machen kann, wenn man im Hotel ist. Also man kann, und das ist auch ganz gut, wir werden heute schwimmen gehen. Davon wird es nicht so viele Bilder geben, weil wir da halt so ein bisschen auch auf die Gäste, anderen Gäste achten möchten. Aber es gibt die Möglichkeit, nicht nur hier dann das Schwimmbad zu nutzen, sondern auch von den anderen Hotels. Das ist vielleicht gut zu wissen für euch, wenn ihr euch jetzt, ihr sagt jetzt, ja gut, im Bellrock gefällt mir das Schwimmbad besser. Ja. Dann kann man auch dann dahin gehen. Ne? Genau, das ist halt alles gar kein Problem. So. Parken auch umsonst bei den Hotels, ja, auch immer ganz wichtig. Und ansonsten habt ihr ganz viele Möglichkeiten, hier natürlich zu speisen abends. Wichtig ist da vielleicht noch, das Problem hatten wir nämlich jetzt wieder. Wir hatten jetzt schon versucht, in der Woche vorher zu reservieren. Es war schon, weil jetzt auch das Wochenende komplett ausverkauft ist, ja, gab es auch in der Woche schon gar keine wenig Plätze für die Restaurants. Ja. Auch da gibt es noch Möglichkeiten, zum Beispiel die Pizzeria. Da kann man nicht reservieren, da muss man halt nur hingehen. Da gibt es aber dann vielleicht Wartezeiten. Ja. Ja. Und ansonsten gibt es ja überall in den Hotels. Ihr könnt ja die komplette Hotelanlage nutzen, natürlich dann auch viele Bars, wo man halt auch Kleinigkeiten essen kann, genau, und wo man halt auch, genau, Kuchen mittags essen kann und all, ja, sowas. Wir kommen jetzt auch erstmal in Ruhe an auf jeden Fall und dann erlebt ihr jetzt hier in diesem Video, wie gesagt, was wir heute noch hier so erleben werden und ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich auch. So, lasst wieder losgehen. Ich freue mich. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Park, haben uns mal die Lage da vor Ort angeguckt und das ist halt, glaube ich, wirklich das Beste, was wir halt heute machen können. Ich meine, wir kennen den Park ja natürlich
Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, heute ein bisschen ruhiger zu machen. Wir haben wirklich jetzt gut was getrunken und gegessen im Park und sind jetzt wieder im Hotel. Haben jetzt ungefähr 2 Stunden im Park verbracht. Es ist wirklich die Hölle. 90 Minuten Blutfeuer. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und, oh, guck mal. Oliven. Oliven. Noch grün. Ja, noch grün. Bestimmt auch dann schwarz. Ja, auch hier, das gehört zur Hotelanlage schon. Hatte ja gesagt, dass hier die Hotels so miteinander ein bisschen Verbundenheit sind. Richtig schön angelegt auf jeden Fall. Und man sieht von draußen halt wirklich eigentlich nicht wirklich das schöne Burghotel. Ne? Also wenn man, da muss man halt schon die Straße so ein bisschen weitergehen. Aber hier, da seht ihr es. In dem Komplex hinten nächtigen wir. Und ja, wir würden jetzt gerne reingehen. Machen wir jetzt auch. Ja. Holen uns unsere Schwimmsachen. Und gehen dann halt, weil wir es ja können als Hotelgäste, können wir natürlich hier den Pool nutzen. Die haben aber, glaube ich, nur draußen einen Pool, ne? Genau. Oder, genau. Und wir wollen halt aber so ein bisschen drinnen und draußen. Und deswegen, unser Lieblingspool ist halt eigentlich der im Hotel Bellrock. Nur wenn ist, eine schöne Dusche. Ja, das ist eine richtig schöne Dusche, die so oben am, am Himmel. Ja, aber richtig, so richtig gut, schön richtig breit. Oh, und das ist halt richtig schön. Und das wollen wir natürlich jetzt noch ein bisschen genießen, ein bisschen rumplanschen, bevor wir dann halt nachher vielleicht noch was essen gehen auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht auch dann noch was trinken gehen. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und ich nehme euch da ein bisschen mit. Natürlich wird da jetzt nicht so viel gefilmt, aber damit ihr halt so mal ein bisschen einen Eindruck bekommt. So, wir gehen jetzt hoch, holen unsere Schwimmhose und dann sehen wir uns im Hotel Bellrock, würde ich sagen. Wir sind jetzt mal zum Hotel Bellrock gegangen, bevor wir jetzt gleich in hier auch ins Schwimmbecken springen, was nicht das dahinter ist, denn da gibt es ja mal alle, weiß nicht, halbe Stunde. Ja, da kriegst du einen warmen Popo an der Flamme. Ja. Ja, wieso? Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Da gibt es auch ein bisschen Feuer. Hier, ich glaube, jede halbe Stunde oder sowas gibt es hier immer eine, abends immer eine Fontänenshow. Fontänenshow, genau. Richtig gut. Das ist hier auch eigentlich unsere Lieblingsbar. Wir sind hier in Spirit of St. Louis. Ja. Die Bar, wo wir halt abends auch sehr gerne dann nach dem Parkbesuch dann nochmal einkehren, weil es hier sehr leckere und sehr spezielle teilweise auch Cocktails halt gibt. Mhm. Wir sitzen jetzt draußen, aber da geht es normalerweise auch rein und da könnt ihr dann halt auch sehr schön sitzen. Und ja, wir haben gerade unseren Gutschein angelöst, denn der Stefan ist ja Hotel-Friend. Und sogar Best Friend. Das muss man, glaube ich, 15 Aufenthalte, glaube ich, sammeln. Genau, hier, ne? Richtig. Also 15 Mal hier im Hotel schlafen heißt nicht 15, also jetzt 15 Buchungen, nicht 15 Buchungen. Nächte. Genau. Und ja, dann kriegt man halt, wie eben schon gesehen, zum Beispiel diesen Obstkorb, den es zusätzlich gibt, oder ein Geschenk und halt auch immer so einen Gutschein. Und wir haben jetzt einen Gutschein für, oder 2 Gutscheine, Prosecco. So, und den lassen wir uns jetzt noch schmecken. Ja. Und dann gehen wir halt ins Wasser. Wie gesagt, also wenn ihr im Hotel seid, dann bekommt ihr das halt nicht bei der jeder Hotelübernachtung, sondern dafür müsst ihr Hotel-Friend sein. Da könnt ihr euch aber kostenlos anmelden, da bekommt ihr eine Karte zugeschickt. Genau. Und damit könnt ihr dann halt eure Hotelaufenthalte sammeln. Den Sekt oder die Prosecco, den gibt es bei jedem. Also wenn man die hat, oder muss man da schon Best Friend für sein? Da musst du Best Friend für sein. Oh, okay. Dann müsst ihr halt 15 Mal hier. Das ist genauso wie den Obstseller im Restaurant, im Hotelzimmer. Ja. Genau. Das ist natürlich nicht alles, was ihr mit dieser Karte bekommt, sondern ihr kriegt auch 15%. 10%. 10% und sonst 5%. Genau, und sonst 5%, ne, als normaler Friend, glaube ich. Genau, also da spart ihr dann halt auch ein bisschen dann halt noch auf. Ja, die Übernachtung. Ich würde sagen, ganz ladylike. Stoßen wir jetzt hier an. Cheers. Und ja, dann sehen wir uns das gleich im Kühlnass. Also bis gleich.
Ihr Lieben, so, wir sind jetzt im Pool hier angekommen, sind ja aber auch eigentlich schon ein Stündchen, ja, schon am Schwimmen. Das Lustige ist, wir sind hier komplett alleine. Ja. Das Schlechte ist, das Wasser ist kalt. Also, ne, ja, die Krise ist überall bemerkbar. Und wir haben, wir schweigen hier 26,8 Grad. Ja, genau. Also hier ist auch nicht überall, überall Licht an, aber das ist auch verständlich und ist auch okay, alles so. Wenn man aber einmal im Wasser ist für ein paar Minuten, dann, dann ist es auch eigentlich in Ordnung. Ne? Ja. Kann man es halt auch eigentlich aushalten. Aber es ist halt ein bisschen kälter als bisher. So, ganz gut, wir sind hier wirklich ganz alleine. Das heißt, ihr könnt auch, jeder kann das, wie gesagt, diesen Pool nutzen, egal in welchem Hotel ihr halt seid hier im Europapark. Es muss ein Europapark-Hotel sein. Dann könnt ihr die ganzen Poollandschaften der ganzen Hotels halt nutzen. Wir finden es hier halt am coolsten. Ihr seht, hinter mir ist so ein Schiff, das geht halt praktisch bis da hinten zur Wand und draußen geht das Schiff dann halt weiter, denn da ist nämlich dann der Bug vom Schiff, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und das heißt, ihr könnt hier drin sein, aber auch draußen, denn draußen könnt ihr dann halt auch noch ein paar Baden schwimmen, weil es wirklich ein richtiger, ein normaler Schwimmbecken ist, ja, ne? Richtig gut. Und das Gute ist, wenn ihr halt wirklich einen heftigen Tag im Europapark hattet und euch die Füße vielleicht qualmen, dann könnt ihr das auch gerne noch nach dem Parkbesuch machen, denn das Ganze hier hat bis um 22 Uhr auf. Nicht nur hier, sondern auch in den anderen Pools, die es hier im Europapark gibt. Genau. Ich blende euch jetzt hier so ein paar Bilder ein, was es hier nämlich noch alles so gibt, denn ja, hier vorne habt ihr so ein bisschen, manchmal kommt ja so ein bisschen Whirlpool-mäßig was alles am Start und ansonsten seht ihr jetzt auch ein paar Aufnahmen von draußen. Also, es ist jetzt schon dunkel, macht das natürlich auch noch ein bisschen cooler jetzt auch mit dem Licht. Wie gesagt, nicht so viel Licht wie sonst immer, aber es reicht vollkommen und es ist auch groß genug. Es ist natürlich jetzt keine Rutsche da und es ist jetzt kein Spaßbad hier. Es ist halt ein kleiner Pool, den man halt hier nutzen kann. Wer viel Spaß haben will und rutschen will, der ist in Rulantica dann besser aufgehoben. Ihr wisst es, der Europapark hat neben dem Freizeitpark halt auch noch ein Spaßbad, eine Wasserwelt, die ja auch noch gar nicht so alt ist. 3-4 Jahre, glaube ich, weiß gar nicht. Und jetzt in Kürze halt auch wieder weitere neue Rutschen eröffnen wird. Es wird auch immer weiter erweitert. Da müsst ihr natürlich Eintritt bezahlen, das ist nicht kostenlos. Das ist halt praktisch wie ein Freizeitpark für Wasserratten. Hier habt ihr dann halt neben dem ganzen Badeangebot, also diese Schwimmbecken, habt ihr halt auch noch Ruheräume. Da könnt ihr euch dann so ein bisschen relaxen und ein bisschen hinlegen. Haben die hier auch Saunen? Ja, Hotel, ja. Saunen und ja. Ist auch alles kostenlos, halt also mit drin. Genau, Saunennutzung. Die haben hier im Bell Rock auch, könnt ihr aber auch von jedem Hotel nutzen, ein großes Fitnessstudio. Da war ich auch übrigens schon. Echt? Auf 400 Quadratmeter Fläche. Richtig gut ausgestattet, sehr gute Geräte. Also wer auf sowas Bock hat, ein bisschen morgens früh nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück noch ein bisschen schweißlos zu werden, die haben hier auch ein Fitnesscenter. Sehr gut. Und Massage und sowas kann man natürlich auch buchen. Die sind dann aber sind dann natürlich auch preiswichtig. Ja. Und das ist halt auch das Gute. Es gibt auch, es kommt jetzt bei der Winter auch mal hier Winterangebote. Hotels haben auch im Winter auch, natürlich dann der Park nicht. Aber es gibt dann auch so Angebote für Wellnesswochenenden und so. Da kann man halt dann auch trotzdem eine schöne Zeit haben. Und das Hotel ist dann natürlich auch ein bisschen günstiger als in der normalen Saison. Ne? Ja. Genau. Also wir schwimmen jetzt hier noch so ein paar kleine Bahnen und relaxen hier noch so ein bisschen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir dann halt hier ein bisschen was zu essen bekommen. Und da melde ich mich dann halt wieder. Also, bis gleich. Hier im Europapark. Vorteil hier ist, dass man hier keinen Tisch vorher reservieren muss. Ich rede hier von La Romantica. Das ist ja das Pizza-Restaurant
hier im Colosseo im Europapark, auch eins der anderen Hotels wieder. Das geht hier alles ineinander über. Wer noch nicht hier war, der muss es einfach erlebt haben. Es sind so viele Hotels und ihr könnt halt durch die Hotels halt wandern und überall was trinken, was essen. Ist egal, wo ihr seid. Es ist natürlich auch so, dass nicht nur Hotelgäste hier speisen können, sondern auch Tagesgäste oder wenn ihr halt eine Ferienwohnung habt. Also hier sind wir sehr oft. La Romantica hatte bisher halt meistens immer nur Pizza und ja, auf einer Tafel stand halt auch immer Lasagne. Jetzt gibt es aber auch endlich Pasta hier, habe ich ja zum ersten Mal gesehen. Es kann sein, dass es halt schon die ganze Saison hier ist, aber ja, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Und hier sind wir halt immer sehr, sehr gerne. Im Video werden wir nachher auch nochmal, oder werdet ihr nachher auch nochmal ein anderes Restaurant sehen, denn morgen haben wir dann praktisch einen Tisch reserviert für das Restaurant bei uns im Hotel. Da gibt es was ganz anderes, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Vielleicht am Spieß dann, das sehen wir dann halt morgen, ist ja aber für euch dann halt nur ein paar Minuten entfernt praktisch. Wir warten jetzt auf jeden Fall auf unsere Pizza und ich finde, das sieht hier halt immer richtig, richtig schön aus. Und ihr könnt natürlich auch draußen sitzen, heute immer noch 19 Grad. Hätten wir auch draußen sitzen können. Und man kann natürlich ja immer sehr schön auf die Außenfläche gucken, wo ja, auch immer so ein bisschen Action ist. Da gibt es ja so ein paar Springbrunnen. Ne? Im Sommer ist halt auch so, dass hier abends nochmal so eine Show ein bisschen dargeboten wird. Und ja, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön. Und man kann natürlich auch immer lecker Eis noch essen, wenn man ja schon dieses italienische Feeling hat. Hier kriegt man auf jeden Fall alles, was ihr braucht, um halt praktisch in Italien einzutauchen. Wir warten jetzt auf unsere Pizza. Wenn die da ist, melde ich mich noch mal kurz. Da bin ich wieder. Wir haben unser Essen bekommen und ja, so sieht's aus. Lecker Pizza, La Casa habe ich geholt. Da ist Schinken, Salami und Champignons drin und Oliven sind auch dabei. Richtig gut und der Stefan hat ja eine ganz spezielle Pizza, die Pizza Schwarzwald eigentlich besprochen. Della Foresta Nera. Genau, und die sieht so aus, da ist nämlich Schwarzwaldschinken drauf. Und Water und ja. Eigentlich ist das Schwarzwälder. Pizza Schwarzwälder, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte euch noch kurz was sagen. Ich hatte eben erzählt, dass man hier nicht reservieren muss. Das hat natürlich auch einen kleinen Nachteil. Das heißt, wenn der Park halt schließt abends, dann kommen natürlich sehr viele hier hin. Ihr könnt hier nicht reservieren. Das heißt, wer als erstes kommt, der mal zuerst. Und wenn dann halt erstmal alle Plätze voll sind, dann ist es so, dass man halt was warten muss. Es kann halt mal 10 Minuten sein, eine Viertelstunde, aber auch mal eine halbe Stunde. Manchmal sogar auch noch länger. Ihr könnt euch dann draußen vor, also draußen hier im Hotel, innen drin dann halt gibt es Sitzmöglichkeiten, da könnt ihr dann halt Platz nehmen. Oder aber wir nehmen halt auch eure Rufnummer auf und wenn dann halt frei ist, dann werdet ihr dann halt auch benachrichtigt. Aber wir haben, glaube ich, nie länger als 20, 30 Minuten gewartet, bis auf ein einziges Mal dabei, aber auch wirklich die Hölle los. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Die Pizza natürlich kostet ein bisschen mehr als vielleicht in einem Restaurant bei euch um die Ecke. 16,40 Euro kostet die jetzt, aber sie ist auf jeden Fall das Geld auch wert und sie schmeckt wirklich 1A. Und wir trinken dazu immer den weltbesten Lambrusco. Sehr süß, sehr lecker. Und ja, das ist halt immer was immer mal sein muss, wenn wir hier sind.
Leute, wir haben schon den nächsten Morgen und sitzen hier gerade beim Frühstück und haben schon wirklich sehr, sehr lecker gefrühstückt hier im Castillo Alcázar. Ja, nach dem Essen gestern, ihr habt es ja gesehen, was auch sehr, sehr gut war, waren wir dann nachher nochmal in der Bar, sind wir nochmal zurückgegangen ins Barock, habe ich euch jetzt nicht nochmal gefilmt, weil von da aus gab es ja schon einen Videoeintrag. Und ja, danach sind wir ins Bett gefallen, Stefan und ich. Stefan ist natürlich auch hier. Und ja, haben wirklich sehr gut geschlafen. Ja. Ich finde die Betten hier im Europapark immer eigentlich relativ gut. Und auch sehr gut heute Morgen geduscht, Regendusche im Hotelzimmer. War halt schon gut. Da kommt man, startet man schon mal richtig gut in den Tag, finde ich. Und ja, haben jetzt hier sehr gut gefrühstückt. Und ja, ihr seht jetzt noch so ein paar Bilder vom Frühstück. Also hier gibt es alles von Rührei bis Spiegelei bis hartes Ei, ob ein Würstchen oder normalen Aufschnitt und all das. Also das ist alles hier. Ihr habt Joghurt, ihr habt Müsli, Marmeladen ohne Ende. Also das ist alles das, was man halt für ein gutes Frühstück braucht. Obst und all sowas ist auch natürlich am Start. Also hier kann man es auf jeden Fall richtig gut gehen lassen. Und es ist halt wirklich ein richtig cooles Feeling. Die Musik, die stimmt ja natürlich. Die ganzen Räumlichkeiten sind natürlich auch burgthematisiert. Und wenn man hier so überall guckt, in alle Ecken, da findet man auf jeden Fall das eine oder andere die eine oder andere Kleinigkeit, die hier auch detailliert thematisiert wird. Also hier ist alles komplett durchthematisiert. Ihr seht es ja halt auch schon an den Tischen, die halt so richtig holzmäßig aussehen, richtig brachial praktisch. Also es ist halt auf jeden Fall rundum stimmig. Wir müssen eigentlich ist es so, dass hier genau wir hier oben drüber unser Zimmer haben, weil das, was wir hier, was ihr hier seht, das sehen wir halt praktisch auch so aus unserem Zimmer raus. Ja, diese Räumlichkeiten werden nicht nur zum Frühstück genutzt, sondern auch fürs Abendessen. Hier werden wir heute Abend dann nochmal hinkommen. Denn wir werden hier das Restaurant mal austesten, war ich nämlich noch nie. Hier gibt es zum Beispiel so Fleisch an so Spießen, das wird einfach am Tisch dann runtergeschnitten. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden jetzt gleich mal in den Park gehen, natürlich vorher noch auschecken und kommen und dann nachher heute Abend wieder. Und ich würde sagen, dann melde ich mich wieder hier aus dem Hotel und ja, da gibt es die Eindrücke vom Essen und ja, bin gespannt, wie es heute Abend mir schmeckt. Obwohl ich jetzt sagen muss, erstmal habe ich genug gegessen. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Achterbahnen fahren, um sie hier das Ganze wieder abzutrainieren. Dann melde ich mich doch noch mal ganz kurz hier aus dem Hotelzimmer. Wir checken hier gleich aus. Ich habe eben noch ein bisschen was vergessen zu erzählen. Also auf der einen Seite muss man halt sagen, ich glaube gestern war bisher der vollste Tag in der kompletten Saison. Hotels sind auch alle ausgebucht. Und dafür, dass halt eigentlich so viel hier los war, war es dort beim Frühstück sehr, sehr, ja, sehr, sehr human, würde ich schon sagen. Denn so viele Tische nicht besetzt. Wir haben sogar ein bisschen länger geschlafen. Waren erst, glaube ich, gegen 8 Uhr beim Frühstück und es war trotzdem noch genügend Platz. Da hat sich keiner irgendwie über den Haufen gelaufen. Also es war halt schon richtig gut. Übrigens, das ist immer ganz lustig in solchen Hotels oder Freizeitparkanlagen. Es ist vielleicht ein blödes Thema, aber trotzdem. Da sollte man auch mal die Toiletten besuchen. Das ist wirklich so. Also hier, auch diese Toiletten sind komplett durchthematisiert. Ich blende euch da jetzt mal kurz was ein. Ich habe das Stillhörtchen auch mal dort besucht. Und auch das sieht halt mega stimmig aus. Auch
ja, die Musik, die dort gespielt wird, auch ganz cool. Ihr müsst, wenn ihr dann halt im Restaurant seid, eine Treppe halt runtergehen. Und wenn ihr ganz leise seid, dann müsst ihr euch da erstmal an einem schlafenden Ritter vorbei mogeln, damit ihr überhaupt die Toiletten dort erreicht. Also da ist halt eine Figur unten drin und wenn ihr dann halt da vorbeigeht, die schnarcht auch. Richtig cool. Also da auch wird überall mit kleinen Details gearbeitet und das finde ich halt so toll hier. Ja, am Europapark generell ist natürlich nicht nur in diesem Fall hier so und nicht nur in diesem Hotel, sondern in anderen Hotels auch. Da findet ihr auch ganz viele Kleinigkeiten, genauso natürlich wie im Park selber. So. Wir packen jetzt alle Sachen zusammen, haben dann einen schönen Tag im Freizeitpark. Dazu gibt es dann hier auf dem Kanal ein separates Video. Und wir sehen uns jetzt gleich, wie gesagt, beim Essen wieder. Wir haben gerade hier gegessen in dem Restaurant, wo wir heute Morgen auch gefrühstückt haben. Hier im Castillo Alcazar. Das Restaurant heißt, glaube ich, auch Alcazar. Oben drüber steht Restaurant Alcazar. Wenn nicht. Auf jeden Fall ein sehr leckeres Restaurant. Es ist ein Buffet-Restaurant und ich bin fertig mit der Welt. Also ich krieg nichts mehr runter. Ja, nee. Weiß nicht, wie bei dir ist auch nicht. Ich räume mich gleich weiter zur nächsten Bar. Es gibt ja einen Rodizio Grill. Also ihr kriegt hier, wer nicht weiß, was es ist, hier laufen Leute rum, die haben Spieße in der Hand, große Spieße und da ist Fleisch drauf. Mhm. Ich kann mal kurz gucken. Was es halt gab, es gab einmal Hühnchen, es gibt Schweine, Fleisch, Lammfleisch, Datteln im Speckmantel, was es auch gegeben haben, aber hatten wir heute nicht. Und sehr, also das beste Fleisch, was ich hatte, war das Rindfleisch. Rindfleisch? Ja, richtig gut. Also richtig schön kross außenrum, dann eine schöne Fettschicht und innen drin halt noch rosa. Also sehr, sehr lecker. Und ja, ich sehe jetzt hier noch ein paar Bilder vom Buffet. Jeden Tag gibt es irgendwie so eine Suppe. Wir hatten Kürbissuppe heute, war sehr lecker. Schmeckt unterschiedlich zu der Version aus dem Park, weil jetzt noch, glaube ich, ein bisschen qualitativ hochwertiger. Und ansonsten ein ganz großes Salatbuffet. Sehr viele kalte Speisen, von Salaten über Peperoni und eingelegten Paprika und all sowas. Sehr viel Käse gab es und dann halt, ja. Viele Sides, die ihr probieren könnt, Falafel, es gab irgendwelche Eintöpfe, was ich sehr geil fand, das waren halt Kidneybohnen in Barbecue-Soße, sehr, sehr gut. Fisch gab es auch, sehr leckere Spare Ribs in, ja, also in einer etwas schärferen Soße, aber auch sehr, sehr lecker. Die Kinder haben ein eigenes Buffet, auch ganz cool, da kann man sich seine eigenen Burger selber machen. Ansonsten gibt es halt auch sehr viel, was Kinder halt mögen, von Pommes an über Spaghetti Bolognese und so weiter und so fort. Und ja, Nachspeise kommt ja auch nicht zu kurz. Von Eis, Stieleis wie, ja, Qualitätseis wie Magnum zum Beispiel, normale Eiskugeln gab es ja auch ganz vieles, wie zum Beispiel irgendwelche Schokoladenpudding, Milchreis und rote Grütze und so kleine Schälchen, wo dann halt irgendwelche Puddings halt drin waren und irgendwelche Cremes. Also für jeden auf jeden Fall was dabei. Es hat halt seinen Preis. Ich muss gerne nochmal hier drauf gucken. Und zwar für Erwachsene bezahlt ihr 38,50 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahre bezahlen 14,50 Euro. Das geht dann halt schon klar. Aber für ein Buffet-Restaurant ist 38,50 Euro schon eine Hausnummer. Wir haben hier auch in diesem Jahr, glaube ich, ein bisschen aufgelegt. Ich meine, ihr wisst, es ist überall alles ein bisschen teurer geworden. Aber vom Fleisch her kann man auf jeden Fall sagen, dass die Qualität stimmt. Wir haben hier auch noch so Dips auf dem Tisch bekommen. Auch sehr lecker. Und ich glaube, mich kriegt man morgen noch. Weil hier ist eine, also jetzt gab es Aioli mit, also die, also sowas von knoblauchmäßig. Wahnsinn. Also ich kann auf jeden Fall es empfehlen. Ich fand es halt wirklich sehr gut.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan. Fandest du es auch okay? Aha. Der Beef war ausgezeichnet. Ausgezeichnet, genau. Obwohl das Hähnchen, was wir da hatten mit Piri-Piri. Das war auch sehr, sehr gut. Ja, stimmt. Das war halt auch sehr, sehr lecker gewürzt. Ja. Und zur Nachspeise gab es auch noch Ananas, auch vom Spieß, mit Honig und Zimt. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt Hunger bekommen. Also ist auf jeden Fall, wie gesagt, für alle was dabei. Und damit soll es das jetzt auch gewesen sein. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen. Natürlich, wenn ihr hier im Hotel seid, müsst ihr auch nicht dieses Hotel-Restaurant nehmen, sondern ihr könnt halt überall buchen, wo ihr halt möchtet. Seid auf jeden Fall gewarnt, dass wenn ihr am Tag, wenn ihr am Wochenende hier seid, dass dann halt schon vieles ausgebucht ist. Guckt da auf jeden Fall zu Hause schon mal und bucht euch da euer Restaurant für den Abend. Und ansonsten kann ich euch auch empfehlen, einfach mal nach Rust zu gehen, denn auch Rust selber hat sehr viele Restaurants. Es gibt zum Beispiel jetzt auch einen neuen Buffet-Asiaten. Da, wo früher der Edeka war, der ist ja gewandert. Die haben eine neue Edeka-Filiale hier aufgemacht. Aber da, praktisch wo früher der Edeka war, da gibt es zum Beispiel einen neuen Asiaten. Außerdem auch immer altbewährt, ne? Ist zum Ochsen zum Beispiel auch empfehlenswert. Es gibt einen Griechen hier in Rust, der ist auch sehr lecker. Und wie hieß das, wo du nochmal, wo wir da an der Ecke waren? Adler, genau. Kann man auch gut essen gehen. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Restaurants, auch Pizzeria noch. Es gibt auch The Grill, da gibt es auch noch, ist auch eigentlich noch gar nicht so alt. Da gibt es auch Steaks und sowas. Vieles hat aber hier in Rust irgendwie so, nach 21 Uhr macht das halt da schon zu. Rust ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also da denke ich mir halt, die Leute, es sind so viele Leute hier in den Hotels, warum dann halt nicht vielleicht die eine oder andere Lokalität da irgendwie noch ein bisschen länger auf hat. So, aber auf jeden Fall gibt es hier auf jeden Fall viel zu tun. Ihr seht, man kriegt auch hier so ein bisschen den Tag um, wenn man halt nicht viel im Park ist. Wir hätten jetzt auch noch irgendwelche Massagen buchen können und weiß ich. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel, was man machen kann. Außerdem Restaurants könnt ihr auch nachmittags hingehen. Kaffee und Kuchen und weiß ich was gibt es da auch. Und ja, auch für die Kinder gibt es hier in den Hotels natürlich auch ein bisschen Unterhaltung. Und zum Beispiel im Bayrock gab es gestern Abend eine Piratenschatzsuche. Also da ist auf jeden Fall auch für die Kinder noch vieles geboten. So, das war es jetzt. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem anderen Video hier bei der Fanta Marina. Falls ihr gerne noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich versuche das so gut wie möglich zu beantworten. Und ja, ansonsten wünsche ich euch hier noch viel Spaß bei YouTube. Wir sehen uns in einem anderen Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.